Dann will ich echt ein Battle gegen dich, Junge. Ich meine, du bist ja ungeschlagene, angefochtene King in Sachen Schnickschnack-Schnuck. Yo, Leute, und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars. Und wie ihr wahrscheinlich am Titel schon gesehen habt, wird dieses Video hier meine Suro-Bewerbung. Erstmal möchte ich sagen, für all meine wahrscheinlich älteren Zuschauer, die sich wahrscheinlich denken, aber Vilash, warum machst du denn kein aufwendiges Video? Tust du denn nicht einfach richtig krass schneiden und hier die krassesten Skills zeigen und dann wirst du doch eh angenommen? Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt hier richtig krass auffahren und übelst die Arbeit des Todes reinstecken und hier richtig was draus machen. Aber ich muss euch wirklich sagen, dass ich einfach finde, dass zu einem Bewerbungsvideo auch die Art dazu gehört. Und ich wirklich sagen muss, Suro ist für mich eher ein Projekt, wo es auf die Art des YouTubers oder des Spielers ankommt, als auf das, was er kann. Und wie man von mir wahrscheinlich auch weiß, ist es ja in irgendeiner Weise auch klar, dass ich irgendwelche Minecraft-Skills aufbringe. Ich mache jetzt seit 2,5 Jahren YouTube. Als Grundinformation gucke seit 3,5 Jahren Minecraft. Seitdem ich Minecraft spiele, seit ca. 3 Jahren, spiele ich Minecraft PvP und das fast täglich, bis auf die Auszeit, die ich mir jetzt genommen habe, zu der ich gleich nochmal komme. In der Zeit, wo ich inaktiv war, auf einem 1.13-Server 8 Monate lang gespielt habe und dort auch PvP gespielt habe. Daher kenne ich mich in den Sachen 1.14 Mechanics übelst gut aus und denk mal, dass ich selbst den Spielern, die sich in der 1.14 als krasse PvPler rauskristallisiert haben, beziehungsweise die eigentlich sogar so krasse PvPler sind, ich ihnen nochmal wirklich Konkurrenz bieten kann in Suro und wirklich da nochmal richtig Spannung aufbauen kann, so. Oh fuck, das schaffe ich nicht. Mist. Außerdem war ich ja, wie ihr wisst, in der Bad Wars-Szene aktiv, bin dann in die PvP-Sub-Szene abgerutscht. Danach wieder Bad Wars, paar andere Minigames, die ich gezockt habe. Ich bin, glaube ich, schon überall irgendwo mal drin gewesen und konnte schon überall relativ gut zeigen, was ich kann. Falls Leute sich vielleicht nicht so mit der Minecraft-Szene auskennen, bin ich so eher ein YouTuber wie so ein Mini-Me-Checker oder ein Polchi vielleicht, wenn das noch manchen ein Begriff ist. Also bin ich eher in dieser Szene aktiv und bringe eher solche Commentaries oder Storytimes, Real Talk, da ist alles mit inbegriffen, denke ich. Und ja, ich habe schon Pläne für die Suro 2, auch wenn ich nicht drin bin, irgendwie, keine Ahnung, als YouTuber in meiner Größe, der vielleicht irgendeine Chance darauf hat, macht man sich schon so ein bisschen Gedanken, wie es wäre, da drin zu sein. Und vor allem bei Suro 1, da habe ich aktiv mit zugeguckt und habe mir immer so gedacht, yo, in was für einer Situation, was hätte ich gemacht? Wisst ihr, wie ich meine? Und ich muss wirklich sagen, da bin ich schon auf echt coole Pläne gestoßen. Lol. Nein. Und ja, ich hoffe ja einfach, dass ich irgendwie mit meiner Art überzeugen kann. Falls Leute sich so überzeugen wollen, ihr könnt gerne mal auf meinen Kanal gehen. Da gibt es zahlreiche Videos über meinen Skill und über das, was ich in Minecraft kann. Falls Unge dieses Video sehen sollte, was ich nicht weiß, vielleicht sieht das, da wäre ich echt glücklich drüber. Weil schließlich mache ich es irgendwo für ihn. Dann will ich echt ein Battle gegen dich, Junge. Ich meine, du bist ja ungeschlagene, angefochtene King in Sachen Schnickschnack-Schnuck. Und ich meine, wenn ich dich besiege, dann habe ich es schon drauf. Das ist jetzt eine Ansage, ja? Eine Ansage, Unge. Und ich sag dir, wenn ich dich gleich zerstören sollte, dann ist aber richtig Halligalli. Ja, Leute, dann würde ich uns sagen, sehen wir uns gleich in der Lobby wieder. Ich will jetzt ein fettes Schnick-Schnack-Schnuck-Battle, Unge. Also ich würde sagen, auf 3 fangen wir an mit Schnick-Schnack-Schnuck. Okay. 1, 2, 3. Unge, was hast du? Also ich will ja nichts sagen, aber ich habe Schere. Jetzt kann ich nur auf die Auflösungen hoffentlich kommenden Streams warten. Falls es unentschieden ist, Unge, will ich eine Revanche in Suro. Unbedingt will ich dann eine Revanche haben in Suro. Ich sag's, ich will eine Revanche. Und damit, ciao, Leute.